Hallo Leute, willkommen bei der Sims 400 Baby Challenge. Dies ist Teil 124. Okay, die Schulkinder sind in der Schule. Und was macht Jenny hier gerade mit dem kleinen Jackson? Ja, Jackson, sehr gut. Sie setzt ihn aufs Töpfchen, das ist prinzipiell sehr gut. Und ich guck mal, was die Kleinkinder so brauchen. Na, da geht sie schon wieder weiter. Jackson ist auf dem Töpfchen. Ah, gleich schreit ein Baby. Okay, er braucht gar nichts. Jetzt soll die Jenny wieder die super effektive Babyversorgung machen. So, super effiziente Babypflege. Allein dafür ist es schon sehr wertvoll, diesen 10er Erziehungslevel zu haben. Na, komm mal an und mach super effiziente... Ja, wunderbar. Zack, zack. Du hast einmal in die Luft geschmissen. Sehr effizient. Mal gucken. Ja, wie schade, dass sie das nicht kann, wenn es denen gut geht. Stopp, bleib mal hier, bleib mal hier. Du solltest jetzt erst nochmal liebkosen und schaukeln. Und hier auch liebkosen und schaukeln. Damit das mit der besten Freundschaft bald klappt. Und dann schauen wir mal, was wir für einen Typen einladen können. Der Aaron ist, glaube ich, fällig. Und den hat sie sich ja schon, ja, vorgewärmt. Und eigentlich müsste sie auch mal schlafen. Sie hat, glaube ich, wieder die ganze Nacht durchgemacht. Nee, nix Puppenhaus hier. Männer aufreißen. So. Einladen. Da ist es. Einladen, auf aktuellem Grundstück abzuhängen. Ist der hier bei den Liebhabern schon zu finden, der Aaron? Aaron Frohsinn, jawohl, da ist er. Gut, ein neues Baby muss gemacht werden. Und zwar zacki zacki. Ja, während sie da hier jetzt noch die Kinder verdüdelt, check ich mal, was die Kleinkinder machen. Das sieht ganz gut aus, was die machen. So, du musst denken lernen. Ja, das könntest du mit den Bauklötzen. Und du, mein Lieber, musst auch denken lernen. Und Bewegung. Aber ihr könnt beide erstmal das Gleiche machen. Ah, die hätte ich auch gerne in... Sagen wir mal, vielleicht bis morgen oder so, soweit. Aber ich glaube, das ist viel verlangt. So, Jenny, wie sieht's bei dir aus? Ah, sie liebkost da noch. Sehr gut. Ich schmeiß hier mal noch was weg. Oh, und da muss noch was in den Kühlschrank. So. Aaron Frohsinn wird gleich da sein. Das ist sehr gut. Geh schon mal hierher, Jenny. Na, erwarten wir gespannt den neuen Kindsvater. Aha, das macht sich doch hier gut, was sie hier schon für schöne Level hat. Da ist er ja. Sehr gut. Oh, da ist aber kennenlernen. Noch nicht viel... Romanze. Das hat sich wohl schon wieder abgebaut in den paar Tagen. Mach mal Fotos teilen. Jetzt kommen auch noch die... Macht nix. Die ignorieren wir einfach mal. Fühlt euch wie zu Hause, ihr großen Kinder. Über Interessen reden. Und die Post ist schon wieder... Ah, da sind dann wieder jede Menge Spielsachen drin. Bestimmt Tag verschönern. Nein, du sollst nicht mit Puppenhaus spielen. Da möchte man ja fast das Puppenhaus abschaffen. So.
Von Obstkuchen schwärmen? Nein. Aber Fotos teilen. Und jetzt müssen wir aber dringend mit der Flirterei anfangen. Ich will hier eigentlich nicht allzu lang da rummachen. Flirten. Euer romantisches Date mit im Wohnzimmer sitzen hattet ihr schon. Ah, da fällt mir ein, da fällt mir ein. Ich lasse die beiden in Jennys Zimmer gehen. Denn dort ist ja dieser romantische Bottich aufgestellt. Da werden die dann immer sehr schnell kokett, die Typen. Und das hoffen wir doch. Ja, macht mal hinne, rüber ins romantische Schlafzimmer gehen. Ja, ja, da palavern sie noch rum. Ja, geht mal, beide. Ganz romantisch. Ich hoffe, da kommt jetzt keiner rein und stört, aber wenn die dann beschämt sind, soll es mir egal sein. Alina, du hast hier nichts verloren. So. Jetzt gucken wir mal. Partner mit Lob überhäufen. Vielleicht merkt es ja, dass sie hier unerwünscht ist, die Alina. Kompliment über Aussehen machen. So. Romantik. Ja, flirten. Ich steht da rum, die Alina. Hier Screenshot machen. Das ist lustig. So. Okay, und weiter geht's. Stopp. Sie will schon wieder... nein. Jenny will schon wieder zum Puppenhaus. Wir machen jetzt betören. Es geht ja so nicht weiter. Und hoffen, dass die Alina sich verzieht. Ja, sehr gut, sehr gut. Ja, jetzt kommt er vielleicht so langsam in Stimmung. Aber Sophie hat sich jetzt... Jetzt schreit ein Baby. Nein. Nein. Flirten. Mach mal schnell die super effiziente Babypflege. Dafür muss die doch gut sein. So. Und. Ja, er hat sie angenommen, die Rose. Das ist gut. Wieder flirten. Ah, jetzt ist der Jens da und stört dann bestimmt bei der super effizienten Babypflege. Aber vielleicht macht er auch das Richtige. Er hat das Richtige gemacht. Das ist gut, das ist gut. Wunderbar. Ja, dann könnten wir das mal mit dem ersten Kuss versuchen. Ah, er schreit immer noch. Also, was Jens gemacht hat, hat nicht geklappt. Trotzdem, den ersten Kuss wollen wir jetzt haben. Sehr gut. Und jetzt, Jens, hau da mal ab, bitte. Damit wir die super effiziente Babypflege machen können. Zisch ab, Jens! Ja, es ist ja sehr schön, wenn du zu Besuch kommst. Da freue ich mich auch. Du könntest ja mal deinen kleinen Bruder vom Spielen im Klo abhalten. So, okay. Jenny macht das jetzt. Und sie ist auch schon todmüde. Nummern austauschen. Und... Romantik. Flirten. Und ja, du musst noch durchhalten. Hände küssen. Und dann gucken wir mal, ob das mit dem... Küssen. Ob das mit dem Baby machen schon geht. So. Romantik. Ja, anscheinend noch nicht. Mehr Auswahl. Also. Flirten. Jetzt mach doch mal hin. Ich hatte mir eigentlich ein bisschen mehr. Oh, da hat jemand gute Noten. Das ist gut. Baby machen. Uff, Baby machen. Ich hoffe, das läuft. Und dann kann ich mich mal um die Schulkinder kümmern. Einzel Grundschüler, ja. Das ist gut. Sehr gut. Der ist zwar dreckig. Ich lasse ihn jetzt erstmal duschen. So. Und den Finn, der ist nicht dreckig, ist der auch. Einzel Grundschüler. Super gut. Prima. Dann kann ich ja den Kuchen auftischen.
Sehr gut, dann wird es Zeit, dass die Kleinkinder auch mal bald soweit sind. So. Ja, oh, immerhin, Nate hat Level 3 der Denkfähigkeit erreicht. Das ist gut. So. Kerzen auspusten, jawohl. Oh, muss ich neues essen? Nein, da ist es noch. Sehr gut. So, jawohl. Oh, jetzt zischt er schon ab, der Aaron. Ich hoffe ja, dass es mit der Schwangerschaft geklappt hat. So zwischen Tür und Angel. Finn ist älter geworden. Oh, was hat er denn so gut gekonnt? Ich glaube, die waren beide kreativ. Aber, ich lasse ihn mal was anderes werden. Ich lasse ihn mal ein Renaissance-Sim werden. Und dann soll er hier Geburtstagskerzen hinzufügen. Sehr gut. Geschenke noch und nöcher. Ja, kriegst du das hin mit den Geburtstagskerzen? Sehr gut. Dann kann nämlich der Leon auch Geburtstag feiern. Da stinkt auch noch was im Vordergrund. Jenny, mach mal kurz einen Schwangerschaftstest. Ich will wissen, ob das geklappt hat. Da ist der Müll. Das hat jetzt nicht geklappt. So. Ah, die Musik. Ja, sehr gut. Jenny ist schwanger und Leon ist ein Teenie. Den lasse ich einfach auch mal was anderes werden. Vielleicht mal ein Meisterkoch. Oh, ich habe dem Finn kein Merkmal gegeben. Aber als selbstsicherer Typ müsste er damit klarkommen. Die müssen jetzt sowieso beide Vampirbuch lesen. So. Okay, gut. Sehr gut. Dann stoppe ich das mal kurz und lasse die beide mal im Vampirbuch lesen, weil das ja die schnellste Möglichkeit für die Teenies ist, den Level 3 zu kriegen. Und außerdem macht es Spaß. So, du liest jetzt eins und du liest jetzt im anderen. Und wenn ihr da gelesen habt, dann kümmern wir uns um die anderen Bedürfnisse. Und ich sehe schon, hier steht jede Menge stinkender Dreck rum. So, den muss ich hier auch mal aufräumen. Ja, ihr könnt jetzt eigentlich schon mal anfangen. Und oh, Jenny, mach mal neue Geburtstagskuchen auf den Kuchen. Wir brauchen nicht unbedingt Kuchen essen. Das macht nur dick. So. Okay. Sehr schön. Jetzt stellen wir den mal in den Kühlschrank. Na komm. Das ist wahrscheinlich mal wieder schief gegangen. Mal gucken. Ja, wer weiß, wo der hingerutscht ist, der Kuchen. Da hängt er. Komisch, das sehe ich bei anderen Sims-Spielern nicht so oft, dass da die Sachen, die in den Kühlschrank geschoben werden, irgendwo hängen. Aber bei mir passiert das ständig. Darum mache ich den normalerweise immer auf, den Kühlschrank. Aber das ist so lästig. Ah, die beiden Jungs lesen nicht. Und Jenny rennt von selber hin und widmet sich der effektiven Babypflege. Schmutzige Windel wechseln. Mal gucken, ob sie das auch alles korrekt macht. Ja, das ist doch schön. Ah, ein Durchbruch in der Babypflege, wenn sie da schon von selber hinrennt. Jungs, ihr sollt das kluge Buch lesen. Wo habt ihr die denn hingelegt?
Habt ihr überhaupt schon angefangen? Mal gucken. Da ist eins. Les mal fleißig. Das ist schnell erledigt mit dem Level 3, Kids. Wirklich. Lohnt sich. So, und macht genauso viel Spaß wie einen Roman lesen. Okay, Jenny geht schon wieder zur Babypflege. Mal gucken, ob sie das wieder richtig macht. Ja, das ist ja toll. Und? Ja, sie schaukelt. Und was macht sie jetzt? Ja, das war vielleicht doch nicht so das Richtige. So. Vielleicht muss sie da erst ihr Bestreben erfüllen. So, zack. Schaukel, schaukel. Zacki, zacki. Windel schnell gewechselt. Hat nichts genützt. Dann fütter ihn doch mal richtig und mach dann mal liebkosen. Wieso kannst du nicht? Weil er schläft? Doch, du kannst das. So. Und dann mach hier auch mal liebkosen. Jetzt müssen wir hier mal diese. Ah, schwanger ist er. Okay, ja, das haben wir erledigt. Die Teenies sind auch auf dem besten Weg. Das Geld wird jetzt schnell verdient. So, die. Ah, Harvey und Jenny sind soeben beste Freunde geworden. Gut, dann gucken wir mal. Harvey ist der eine und der andere mit Nico, ob sie auch schon bester Freund mit Nico ist. Oh, und Jenny ist todmüde. Na komm, geh auf, Beziehungsdings. Ja. Jawohl. Nico. Na komm. Freund. Da musst du den jetzt einfach auch noch ein paar Mal schaukeln und liebkosen. Das schaffst du noch, Jenny. So müde bist du noch nicht. Und dann lasse ich sie ein kurzes Schläfchen halten. Obwohl, vielleicht kann sie ja auch die gleich schon altern. Das wäre mir das Liebste. Na, die Kleinkinder schlafen schon. Oh, hier sieht's wüst aus. So. Leon hat wie viel Level? Fast Level 3. Gut, dann sind die auch gleich so weit. Die müssen ja auch noch Hausaufgaben machen. Und es ist schon wieder 8 Uhr abends. Jo. Jenny wird mal schnell. Bester Freund, sehr gut. Dann soll sie erstmal den Harvey älter werden lassen und dann den Nico. Wunderbar. Das Liebkosen kannst du jetzt aufhören. Und ich denke mal, ich lasse sie dann erstmal was essen. Okay, Harvey wird unabhängig. Sehr schön, der ist ein Blondchen. Wie so viele seiner Brüder. Sehr gut. Ich bin jetzt doch ganz froh, dass ich vier Kleinkinderbetten in dem Kleinkinderzimmer habe, weil das sind jetzt dann wahrscheinlich doch öfters mal vier Kleinkinder. Ja, und Geschenke noch und nöcher. Und dann sehen wir auch gleich mal, welcher von beiden ein Vampir geworden ist. Oder ob beide ein Vampir geworden sind. Okay. Nico hat so eine niedliche Mütze auf. Harvey ist kein Vampir. Und Nico auch nicht. Ernsthaft? Nö. Hier müsste ein Vampirzeichen sein. Sind beide kein Vampir geworden. Aber der Vater müsste doch schon der. Das check ich gleich mal. So.
Jetzt muss Jenny erstmal dringend was essen. Sie spielt mit dem Puppendings. So, in der nächsten Folge werde ich dem Nico wohl mal ein anderes Outfit verpassen, wenn der immer mit Mütze rumläuft. Da stehe ich nicht so drauf. So, erstmal das und dann gehst du schleunigst ins Bett, meine Liebe. So. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen und alles Gute. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.